Guten Abend, alle Jahre wieder. Kommt so ein Aufruf von mir. Vor einem guten Jahr, nee, in knappem Jahr hatte ich das schon mal gemacht und davor wieder. Alle über Jahre muss ich den Kanal mal säubern. Sofa-Revoluzzer ist doch wirklich gruselig. Worum geht's? Gucken wir mal, bevor die ganz verschwinden. Das sind die Zugriffsstatistiken. Zwei, in diesem Fall nur noch ein Nutzer in den letzten 30 Minuten. Als wir das in der Corona-Zeit gemacht haben, hatten wir das mal 100 am Tag. In 30 Minuten, pardon. Das waren ein paar Tausend am Tag und entsprechend war was los. Ja, ich sage, wir können auch einiges bewirken. Bewirken dafür, dass sich doch einiges geändert hat. Wir haben sehr viele Leute dadurch erreicht. Auf das heutige Video kamen natürlich wieder die üblichen idiotischen Kommentare. Bloß Beispiele ohne Namen jetzt. Bin gespannt, wie das Özdemir seinen Türken erklärt. 10 Gramm Döner im 10 Gramm im Döner ist sehr asketisch. Ich habe dann geantwortet, wie bei allen verrückten oder kaputten Kommentaren, so, was werden Sie tun? Spazieren gehen und wenigstens 40 Zettel in den Briefkasten stecken? Oder ein anderer. Ich bin für radikalere Lösungen, zum Beispiel Kannibalismus. Und ich sage das vorher, damit keiner von den Ökos winselt, muss heißen, er hätte es nicht gewusst. Ja. Oder ein anderer. Abwarten. Wenn das alles zusammenbricht, nach Weggang der Industrie ist alles möglich. Ja. Oder man, was tun ist richtig, aber was? Darauf kommt es an. Spazierengehen hat doch keinen Effekt mehr auf die Politkaste. Junge, Junge, nicht zuhören, aber Hauptsache dummen Scheiß schreiben. Ist doch widerlich. Oder ein anderer. Da habe ich geschrieben an den, was haben Sie noch für Ausreden? Es geht doch nicht um Spazieren. Und vor allem geht es nicht um Sprücheklopfen wie ein Sofa-Revolutionär. Tun Sie was oder bleiben Sie weg. Da habe ich dann diesen idiotischen Dialog beendet. Das ist doch furchtbar, Manometer. So, oder ein anderer. Das wird niemals funktionieren. Die fetteste Schabracke in dem Schauspielhaus namens Bundestag verputzt alleine zum Mittagessen 10 Kilogramm Frikadellen. Hey, darum ging's nicht. Oder. Ab Mai 45 gaben die Alliierten in ihren jeweiligen Sektoren neue Lebensmittelkarten, genannt auch Nährmittelkarten aus und so weiter und so ein Quatsch. Dann noch eine andere Sache. Lehrer Marfü, das Rumlaufen macht mir nach einer Fuß-OP von einem unserer hocharroganten Spezialisten durchgeführt keine Freude mehr, als ich den nämlich auch angeschrieben habe. Na was nun, gehen Sie oder meckern Sie hier bloß rum? Oder die letzten zwei. Populus TV. Jetzt sage ich ja doch einen Namen, ist auch egal. In Irland will man 200 Millionen Kühe umbringen, weil sie furzen und damit das Klima schädigen. Man will uns doch sicher damit die Insekten näher bringen. Meine Fresse. Ja, meine Fresse. Ich habe natürlich auch geantwortet. Was werden Sie tun? Spazieren gehen, wenigstens 40 Zettel in die Briefkasten stecken? Das habe ich bei jedem gemacht, ne? Hier auch. Oder 1000 Gramm funktionsfähiges Hirn für alle und gut wird's. Nee, was tun? Wir hatten hier, wie gesagt, Wahnsinnszugriffe, aber nicht nur Zugriffe. Es wurden Zettel verteilt, es hat die Leute angeregt. Zumindest haben sie sich dann beschwert bei mir. Das hat wenigstens geholfen. Aber jetzt alles eingepennt. Bloß noch dumme Kommentare. Zu mir hat mal jemand gesagt, das hat ja mir damals schon zu Anfang der Corona-Pandemie gesagt. Wirst sehen, das sind alles nur irgendwelche kaputten Typen, die sonst nichts zu tun haben, als vor dem Computer zu hängen und irgendwelchen Mist reinzuschreiben. Ja. Muss ich sagen, zum fast 100% hat er recht. Also 90% auf jeden Fall. Was wollt ihr hier, Leute? Was wollt ihr auf meinem Kanal? Ihr stehlt mir die Zeit. Haut ab. Haut endlich ab. Wir brauchen solche Leute nicht. Wenn alle sich nur irgendwo hinter versteckt hätten, wäre nie was passiert. Wir brauchen Leute, die was tun. TUN, Tag und Nacht. Und sie nicht zu schade sind. Ein anderer, der hat dann seine Familie vorgeschoben. Ja und? Habe ich auch. Wenn wir alle nur immer unsere Familien vorschieben und feige sind, dann kommen wir doch dahin, wo wir hingekommen sind. Junge, Junge. Mit sowas kann man wirklich keinen Staat mehr machen. Nee. Bin mal gespannt, was hier für idiotische Kommentare kommen. Naja. Das muss ich mal loswerden und ich hoffe, ich werde hier ein paar tausend von diesen Sofa-Revoluzern los. Ich will solche Leute nicht, die mir den Kanal vollmüllen mit Dummheiten. Dumme haben wir schon genug. Für die anderen. Alles Gute und nur getroffene Hunde bellen. Also ziehen Sie sich nicht alles an, meine Damen und Herren, wenn Sie sich da nichts vorzuwerfen haben. Also nochmal alle guten Wünsche und an die anderen, haut ab.
haut endlich ab. Tschüss, bis zum nächsten Video.